Willkommen bei Kika Live. Ich bin Otto. Und Otto ist einer meiner besten Kumpels. Ich will euch heute unseren Familienhund vorstellen. Otto, komm! Das ist mein Otto, 4 Jahre alt. Labrador Border Collie Mischling. Er findet alle Menschen gut. Mit seiner Schnüffelnase. Und Ottos kleine Schnüffelnase ist sogar so gut, dass er natürlich jeden Ball und jeden Stock wiederbringt. Er kann noch mehr. Er kann alleine aufgrund des Geruchs Menschen wiederfinden. Ha, das trainiert Otto einmal die Woche. Ich bin ganz, ganz ehrlich, ich treffe Otto immer nur als Familienhund und kuschel mit ihm und so weiter. Aber Ottos Hobby wollte ich unbedingt mal kennenlernen. Das macht er natürlich nicht alleine, sondern mit Regina. Regina Vetter, Hundetrainerin in Berlin. Bildet Hunde wie ihren Husky Flocke im Mantrailing aus. Hallo Regina. Hallo. Was genau bedeutet Mantrailing? Was ist das genau? Da lernt der Hund anhand einer Geruchsprobe einen fremden Menschen zu finden. Ah, okay. Das heißt, eigentlich wäre Otto der perfekte Rettungshund. Genau. Da bin ich ja stolz. Aber kann das jeder Hund? Oder? Ja, es kann jeder Hund. Das spielt überhaupt gar keine Rolle, wie alt er ist. Also man kann schon mit 6 Monate anfangen mit dem Trailen. Mhm. Und auch ein 10-jähriger Hund kann das noch lernen. Und die sind meistens auch gut, weil die ziemlich ruhig und ausgeglichen sind und nicht mehr so hektisch sind. Warum werden gerade Hunde für solche Aktionen benutzt? Weil Hunde haben eben eine Hand ganz starkes Riechorgan. Braucht man noch andere Utensilien, um Mantrailing zu betreiben? Genau. Das Equipment besteht aus einem Geschirr. Ja. Sobald er das Geschirr anbekommt, weiß er, im Kopf wird umgestellt, er ist zum Trailen. Okay. Dann brauchen wir noch eine Schleppleine, die sollte nicht länger als 5 Meter sein. Mhm. Und natürlich Wasser braucht der Hund unterwegs, weil die Nase immer feucht sein muss. Ne? Alles klar. Feuchte Nase heißt also guter Geruch. Nee, kann er gut riechen. Kann er gut riechen, alles klar, gut. So eine Schleppleine, wie funktioniert das genau? Genau, wir üben das mal, ich zeig dir das mal, wie das abläuft. Du bist jetzt Otto. Oh, und wie geht's jetzt los? Ja, er kriegt einen Auftrag und das heißt Mensch verloren, such Mensch und geht los. Los, 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 ab. Geht's noch ein bisschen schneller, Ben? Na klar. Du bist die Chefin, ja? Genau. Ich bin Hundeführer, genau. Otto ist der Hund. Deswegen würde ich mal sagen, Freiwillige vor. Wir haben unsere schöne Praktikantin, die Simone, dabei. Hallo, hallo Simone. Simone, du solltest uns was ganz Persönliches von dir mitbringen, ne? Dass wir quasi, dass Otto quasi die Fährte aufnehmen kann. Was hast du mitgebracht? Meine Socken. Mmh. Oh, guter Vielen Dank, Geruch. Simone. Dann würde ich mal Folgendes sagen. Du gehst dich verstecken. Wir warten hier noch kurz, präparieren den Hund. Und dann geht's hier los mit dem Mantrailing. Genau. Bis gleich. Sitzt. Simone. Und jetzt einfach nur ranhalten, ne? Genau. Ja, ist super. Gut, reicht schon. Mensch verloren. Such. Er ist voll auf der und konzentriert auf seiner Sucharbeit. Durch den Wind ist er jetzt ein bisschen verunsichert. Otto, such weiter. Komm. Such weiter. Gott, voraus. Ja, super. Ich jetzt an und jetzt würde ich noch mal sagen, lass ihn sitzen und gib ihm noch mal bitte die Geruchsprobe. Otto. So, such, such. Und sofort hat er die Geruch. Er ist hoch konzentriert und wir wissen ja, wenn der Hund konzentriert ist, kann in einer Minute 500 Mal den Geruch aufnehmen. Wow. Das bedeutet, dass er auch die Körpertemperatur um 1 Grad steigt. Kannst du nachher fühlen, wenn er fertig ist, wenn du an den Ohren anfährst, dann sind die warm. Ah, okay. Ja.
lass ihn einfach los jetzt. Super! Bravo! It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg! Da 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 da. You know what happened with the D-R-E. Yeah, yeah, yeah! Ja. Hab's geschafft! Super! Bravo! Otto! Und ja, gleich fein. Die Melone! Otto! Fein! Fein! Hast du dich gut versteckt, ne? Ja, aber er hat mich gefunden. Er hat dich super gefunden. So, erzähl noch mal, was hat er denn jetzt alles richtig gemacht? Er hat alles richtig gemacht. Er ist teilweise stehen geblieben, weil er den Geruch verloren hat und musste sich erst wieder neu aufnehmen, den Geruch. Deswegen ist er manchmal im Kreis oder halt auch manchmal an den Blättern ist ja auch der Geruch von ihr hängen geblieben. Ne? Und hat alles super gemacht. Ne? Hat sich voll konzentriert. Und fass mal die Ohren an. Oh ja, ganz heiße Ohren. Ja. Abgefahren, ne? Es ist wirklich ja, total crazy. Ja, es ist Wahnsinn. Es ist eine große Kunst. Ja. Also werde ich jetzt Folgendes machen. Ja. Ich werde bei meiner Familie auch eine alte Socke hinterlegen. Genau. Und wenn ich mal verloren gehe, dann kann genau. er mich finden. Genau. Ich bin total stolz auf unseren ja, kleinen Otto. Ja, kannst du auch sein. Das ganz ist so klar. toll. Hat der ganz großartig ja. gemacht. Ich danke dir von ganzem gerne, Herzen. Gerne, ja. gerne. Vielen, vielen Dank. Ja. Du kriegst deine Socken zurück. Genau. Dankeschön. So, und Otto ist natürlich nicht der einzige Hund, der besonders ist oder Eigenschaften hat, die sonst nicht so normal sind für Hunde. Und die werden im Netz millionenhaft angeklickt. Wie zum Beispiel diese hier. Echter Star auf Instagram ist Tuna. Der Shiwini mit Überbiss erfreut regelmäßig mit seinen Fotos 1,8 Millionen Abonnenten. Ein besonderes Talent hat Mischka. Der Husky kann nicht nur sprechen, sondern auch singen. Fast 4,5 Millionen Klicks hat das Video vom singenden Hund. Diese beiden Internetstars sind echte Leckerschmecker. Nono und Sia essen sogar mit Messer und Gabel. Und mehr als 30 Millionen Menschen haben ihnen dabei schon zugeschaut. Mal gucken, ob Otto und ich auch so einen krassen Internet-Hit hinlegen können. Dafür brauchen wir nicht viel, nur eine richtig fette Karre, richtig coolen Goldschmuck und tada, den Otto. Jo, 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 Otto und Ben ist in the house, Ben ist in the house. Otto, wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen, sind die Coolsten. Nie am Losen, weil wir grooven, wenn wir cruisen, sind die Coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen, sind die Coolsten, wenn die süßen Ladies uns mit Küsschen grüßen. Ich schütze mir das so auf dem Fenster, alles glänzt, ja, denn man, Trailing angesagt, wir chillen den ganzen Tag, wir checken Leckerlis, nein, wir sind nicht fies, denn wir mögen Kies und wir passen auf Berlin auf, wir sind so Ghetto und wir sagen Rapper, Rapper, Rappo. Manchmal sind wir auch am Band, denn es wird im Chill. Weißt du, was jetzt geht? Ich sag sie ganz im Kind. Die Coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen, sind die Coolsten, wenn die süßen Mädchen uns mit grüßen. Sind die Coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen, sind die Coolsten nie am Losen, weil wir grooven, wenn wir cruisen. Ich chill mit Otto auf ne Fenster, alles glänzt, ja, fällt frisch gestylt, wir sind voll am Start. Man to the trailing, war halt dann gesagt, den ganzen Tag, weil Otto das so mag, der Wut ist unser Hut. Alles cool, worauf ich stehe, kann ich dir erzählen. Alles cool, alles hier, alles cool. Otto sagt ja und ich haha, sind die Coolsten, wenn wir cruisen. Wenn wir durch die City düsen, sind die Coolsten nie am Losen, weil wir grooven, wenn wir cruisen. Man, Trailing war heute dann gesagt den ganzen Tag, weil der Otto das so mag, ja. Kicker Live ist jetzt vorbei und Otto hat wieder frei. Tschüss.